Lewandowski-Update, Rangnick doch zum DFB und die U21 steht im Viertelfinale. Das ist Ihnen sage, Freunde, mein Name ist Nico. Es ist Mittwoch. Und Sommer, ne? Scheinbar. Scheinbar ist Sommer. Shay. Ja, wie fängt man mit sowas am besten an? Robert Lewandowski, 35 Tore in der Bundesliga, auf Rekordjagd. Was den Rekord von Gerd Müller betrifft, wird diesen Rekord höchstwahrscheinlich nicht knacken können. Schuld daran ist ein Länderspiel von Polen gegen Andorra. Boom. Länderspielreisen, gute Idee, mitten im März. Ja, gestern hat euch Christopher gesagt, dass die Verletzung von Robert Lewandowski nicht so schlimm ist und man erwartet, dass er nach dem Spiel gegen RB wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Gestern dann, ja, sieht doch nicht so gut aus. Demnach habe er sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen und wird rund 4 Wochen ausfallen. Das würde nicht nur heißen mindestens 4 Bundesligaspiele, sondern auch das Champions League Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für den FC Bayern und ja, es ist einfach ärgerlich. Es ist einfach ärgerlich, dass das auf so einer Länderspielreise passiert, ne? Naja. Der Gottkönig des DFB und Erfinder des Fußballs, Oliver Bierhoff, sollte sich nach der März-Länderspielpause jetzt auf die Nachfolgesuche für Jogi Löw konzentrieren. Das Ganze lief ja bis jetzt nicht unbedingt, ja, was heißt wobei, bis jetzt lief es einfach noch gar nicht so richtig. Nun gibt es Gerüchte von der Bild-Zeitung, dass Kollege Ralf Rangnick doch wieder im Rennen sein soll. Weder vom DFB noch von Rangnick gibt es dazu in irgendeiner Form eine Stellungnahme und Ralf Rangnick soll nicht der einzige Kandidat sein, aber er soll als die visionäre Lösung gelten, ne? Die überraschende Lösung. Keine Frage, Ralf Rangnick ist ein absoluter Fachmann. Einer der weiteren Kandidaten ist Stefan Kunz und bei dem ist die Meldung, die heute so durchplätschert, dass Oliver Bierhoff in losen Austausch zu ihm steht. Ist das nicht der U21-Trainer? Loser Austausch ist vielleicht ein bisschen wenig, sogar wenn er nicht in der Verlosung ist. Naja, es bleibt also spannend und schreibt gerne in die Kommentare, wer ist, auf wen würdet ihr gerade wetten, wenn ihr wetten müsstet, wer würde jetzt gerade Bundestrainer werden? Ja, nicht wer ist euer Favorit, sondern was glaubt ihr? Die deutsche U21 hat sich mit dem 0:0 gegen Rumänien ins Viertelfinale gezittert. Lukas Mecha vergibt in der 72. Minute einen Elfmeter. Das Unentschieden reicht aber, da die Niederlande zeitgleich Ungarn besiegen und ja, ganz im Ernst, ich finde, man muss auch mal sagen, dass diese rumänische U-Nationalmannschaft und das schon die zweite Generation jetzt, einfach auch wirklich gut ist. Ne? Also klar war das jetzt nicht komplett überragend, aber das ist einfach keine schlechte Truppe. Im Mai geht es dann weiter, dann hoffentlich auch wieder mit Youssoufa Moukoko, der musste ja verletzt aussetzen. Bei Real Madrid bereitet man sich so ein bisschen darauf vor, dass man sich von Zizou trennen muss, Zinedine Zidane. Die Hoffnung ist eigentlich, dass der Franzose im Dienst der Königlichen wieder einmal die Kurve kriegt und man auch in die neue Saison mit ihm gehen kann. Wenn dem nicht so sein sollte, dann, ja, ihr habt schon gelesen, königlicher Yogi soll laut der AS, nur laut der AS, Jogi Löw ein Kandidat für die Nachfolge sein. Jogi Löw hatte ja unlängst gesagt, dass er versucht, Spanisch zu lernen, allerdings auch nur so autodidaktisch und jetzt nicht mit einem Lehrer oder sowas. Und ja, wie gesagt, die AS sagt, könnte es sein. Der BVB ist finanziell ganz schön in Unwucht geraten. Also ist jetzt noch nicht dramatisch, aber wie viele andere Vereine auch, hat man eben hohe Verluste. Beim BVB sollen es so 75 Millionen Euro sein. Das bedeutet also, klar, Spielerverkäufe. Einer der Top-Kandidaten soll Axel Witsel sein, der vor allem ein fettes Gehalt bezieht und nach seinem Achillessehnenriss A, noch überhaupt kein Comeback in Sicht hat und B, ist natürlich die Sache beim Achillessehnenriss, es gibt ganz wenige Sportler, die nach einem Achillessehnenriss so gut waren wie davor. Andere Kandidaten sind zum Beispiel auch Thomas Delaney oder Akanji. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, wenn der BVB einen gewissen Jadon Sancho oder Erling Braut-Haaland verkaufen könnte, dann wäre das Thema mit dem Finanziellen auch vom Tisch, weil dann wäre man wieder dick im Plus. Der VfB Stuttgart macht das einzige Richtige und verlängert den Vertrag mit Silas Mbamangituka. Zumindest laut der Sportbild soll der Kongolese zeitnah eine Vertragsverlängerung unterschreiben mit einer saftigen Gehaltserhöhung. Er verdient ja jetzt deutlich unter 1 Million Euro. Ich weiß nicht, warum das immer genau so berichtet wird. Und soll auf 1,5 Millionen Euro hochgestuft werden. Und wenn ich übrigens gerade gesagt habe, Vertragsverlängerung, dann will ich damit sagen, zumindest ein neues Gehalt. Über eine neue Vertragslaufzeit wird nicht berichtet, bleibt also abzuwarten. Tuttosport, italienisches Medium, berichtet, dass Skodran Mustafi auf dem Zettel von Inter stehen soll. Ja,
Tut mir leid, das kann ich euch auch nicht so richtig mit Inbrunst präsentieren, aber ich muss ja meiner Chronistenpflicht hier nachkommen und es zumindest mal erwähnt haben. Bei Inter ist natürlich ein bisschen was im Umbruch. Ich glaube, die Kollegen Young und Kolarov werden im Sommer nicht verlängert, den Verein verlassen. Mustafi ist natürlich ablösefrei und ist aber halt auf der anderen Seite auch Skota Mustafi. Ne? Das macht das Ganze vielleicht schwierig. Die Wege des FC Heidenheim und Marc Schnatterer, Club-Ikone, 13 Jahre da, Kapitän, trennen sich im Sommer. Nach 13 Saisons ist also Schluss. So lange sind nicht viele Spieler bei ihrem Verein. Deshalb ist uns das eine Meldung wert. Das war's heute, meine lieben Freunde. Auf Wiedersehen. Nachher noch Q-Day.